Das folgende Video ist nicht gedacht für Epileptiker. Bitte schalten Sie jetzt ab, wenn Sie einer sind. Servus, ich bin der Dave, warum ist Dave? Heute geht's los mit drei meiner krass geilen, übelst aufgetunten, hammergeilen Dragunov mit ACOG draufmontiert, dem Throne F, was ich gerne meine gebannt schnack, und meine Concussion Grenades AK Flash! Bang! So, und ja, ich bin speziell unterwegs mit den Spezialisten Bagagen. Und spiel eine Runde frei für alle auf der Map Village. Genau, das zu diesem Thema, wie ich mich hier bewaffnet habe, um euch zu unterhalten. Und jetzt kommen wir zu meinem Thema, was ich heute mir hier vorbereitet habe und auf meinen ganzen Spickzettel, meinen imaginären notiert habe. Und zwar schrauben wir erstmal das Tempo ein bisschen runter. Wir haben ja eigentlich genug Zeit, da brauchen wir ja nicht schnell reden. Da versteht ihr eh nur die Hälfte. Okay. Und zwar aus meinem letzten Video in MW3, wo ich auf Village gespielt habe. Mit meiner ACR habe ich das Elite-Team gesucht für Pink Panther Sagt. Ja, ich habe mich da auch bemüht reingehangen, dass ich die Gänsefüßchen Elite finde. Und ich war der Meinung, ich habe sie alle gefunden. Ja, also das war zum Groben, kennt ihr aber schon alle aus den Videos. Der Darus, Ballybags, Shiny und. Habe ich mir gedacht, ja, dass ich mir die Elite gesucht habe. Ja. Und beim Denken ist es dann auch geblieben. Wir sind ganz motiviert mit Kampfschrei in die Sache reingegangen und haben gesagt, uns, Pandole, mit uns machst du das nie. Wir halten ja die 30 Minuten aus, die in der Wette, die in der Wette halt gesagt wurden, dass wir die aushalten müssen, dass wir die Wette bestehen, beziehungsweise ist ja eigentlich meine Wette, aber das ist halt mein Team und deswegen haben wir uns halt das so gedacht und, ich verdue mich wieder in Sachen rein verknoten, die gar nicht zum Thema sind. Ich merke das schon. Ja, jedenfalls sind wir so an den Start gegangen. Und nach den ersten paar Minuten wurde uns klar, dass es dann doch nicht allzu leicht werden kann. Ja, ich will nicht ganz viel spoilern, wer es noch nicht gesehen hat. Die Ausführung der zweiten Wette, da werde ich hier einen Link reinsetzen. Also hier, da oder dort, also da irgendwo, werde ich ihn finden, den Button. Und derjenige, der verloren hat, also hat ja schon einer verloren, entweder ich, aka Steve, Pity, oder der Pink Panther hat verloren. Ne? Könnt ihr euch mal anschauen. Der muss dann, also der verliert, muss dann ein Liedchen trällern. Ja, und das wird natürlich mit Gesangsunterricht vorbereitet, in größter Arbeit vorbereitet. Und da wird in den nächsten paar Wochen, denke ich mal, was dazu kommen. Also es wird nicht heute, jetzt oder vorgestern werden, dass da irgendwie die Ausführung oder Perfektion der Wette geschieht. Aber ich denke mal, da werdet ihr schon mal eine Information dazu bekommen. Und jetzt nochmal zu was anderem. Und zwar habt ihr bestimmt schon mitbekommen, ein, zwei Videos habe ich schon in der Art hochgeladen. Und zwar sind das Re-Uploads von damaligen Gameplays. Also ich muss die, wie gesagt, aus Gründen nochmal neu hochladen, weil mir an den Videos was nicht gefallen hat. So, wenn man das sagen kann, was da jetzt anderes ist bei den Videos. Der kriegt ein Cookie, ein Eis, irgendwie ein Glückwunsch von mir, weil bis jetzt hat es noch keiner mitgekriegt. Und auf jeden Fall, die Dinger wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber natürlich entschuldige ich mich dafür, dass ich eure Abo-Box damit belästige, mit den Dingern, die ihr schon mal gesehen habt. Aber ich finde einfach, das gehört einfach mal bei meinem Kanal dazu. Und ja, das war's von meinen Themen, die ich vorbereitet habe. Das Gameplay ist auch schon zu Ende, wie als hätte ich es geplant.
In diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus und mein Triggy-Finger meldet sich ab. Tschüssi!